Hallo und herzlich willkommen zurück zu Remnant 2. Und ich bin nicht mehr Puck die Stubenfliege. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, im letzten Video hatte ich noch diese komische Maske auf. Jetzt bin ich ein, ja, einigermaßen hübsche Frau. Jetzt muss ich mal eben gucken. Warte mal, das ist da oben. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Weil das schon wieder drin, so lange her drin ist. Wir haben das geklärt hier noch unten. Ja, da unten bei dem Gelben. Aber warum haben wir... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Moment. Ach so, genau, mit der Maus konnte ich die wechseln. Okay, das ist das Wichtigste. Wir haben übrigens einen Schlüssel des Suchers wieder. Wir müssen den auch platzieren noch, ne? Haben wir den noch nicht platziert? Nein, den letzten, den wir hier geholt haben, nicht. Der vorletzten, also wir brauchen noch einen. Hier geht's nicht weiter, oder? Hier ist es, glaube ich... Das sieht so aus, als ob das da... Du bist vergiftet, oder? Geh weg von mir. Nicht, dass du jetzt hier irgendwie mit der Grippe oder so ankommst. Hau ab. So. Ach, Hundi. Hundi, komm mit. Nein, so. Geh nicht mit der. Die bringt dich ins Verderben. Was mich total irritiert, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, das ist dieser Bereich, den wir komplett schon erkundet hatten. Aber es ist wieder alles dunkel. Also falls ihr mir da irgendwas zu sagen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich bin jedes Mal wieder massiv verwirrt dadurch. Ach nein, wir hatten ja eine komplett andere... ja, jetzt erinnere ich mich. Das hört sich irgendwie scheiße an. Meinst du? Oh, oh. Los, weiß nicht mehr, wie ich ausweiche. Scheiße. Gar nicht richtig sehen. Wie lade ich nochmal nach? Hilfe mit F, ne? Oh, ihr merkt schon, wir haben lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal die Grundlagen wieder beherrschen. Alter, was war das? Jetzt noch? Ach, das ist meine... Nee, das ist nicht meine Kanone. Komm her, komm her, komm her. Kannst du mich mal eilen? Ja. Danke. Wieso bin ich jetzt immer noch vergiftet? Ja, super, du hast alles eingesammelt, hier nix. Nee, du hast nix. Ja, ich hab ja auch schon so wenig. Ich hab die geändert, das weiß ich, aber das war jetzt nicht von mir, so wie es aussah. Hinten läuft noch einer rum. Was? Verdammt. Ich wollte gerade auf das Ding drauf feuern da oben. Kann ich, so, ich kann gar nicht nachladen. Ja, hol die mal. Shit, da kommt was. Bis wo? Die schreit das immer und ich weiß nie, von wo die kommen, weil ich nie was sehe. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Ich bin maximal verwirrt. Also das Ding kenne ich hier überhaupt nicht, das Teil hier. Nee, wir sind auch, meine ich, am Ende in eine andere Welt gekommen. Hier geht's rein? Kann man hier nicht irgendwas machen? Aber warte, hier ist was. Was war da drin? Altmetall und so. Das müsstest du auch bekommen haben. Nein. Hä? Kriegst du auch immer das gleiche wie ich? Ja. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Was denn nun? Am Checkpoint ausruhen. Oh, oh, Hundi, geh weg da! Hundi, du wirst zerstampft, glaube ich. So ist brav, Hundi. Da, siehst du? Alter, was ist das? Ey, ich verstehe überhaupt nichts mehr, selbst wenn du was sagst. Tschüss. Ich komme nicht mehr runter. Wo bist du? Ja, nicht hier offenbar.
Weiß aber nicht, warum du jetzt hier speichern willst und alles zurücksetzen willst. Also wir sind auf jeden Fall noch auf Nährrot offiziell. Nicht da drunter herlaufen, ne? Und die auch nicht. Falls du mich noch hören kannst, ist alles gut. Wenn da hinten kommen da welche, da hinten ist so ein blaues Ding links. Also wenn wir links weitergehen. Oben ist auch einer. Ich komme hier nicht rein jetzt. Was ist ein Flieger? Oh, lauf doch nicht immer dazwischen. Aua. Huni, geh mal weg da. Aufgeladen. Ja, wer schießt denn auf? Ja, irgendwie bin ich das anscheinend. Keine Ahnung. Da. Ja, was machst du mit der Waffe? Ja, ich weiß es nicht. Manchmal schieße ich normal, manchmal nicht. Das ist total. Ich weiß gar nicht, was die Waffe neuerdings hat. Was habe ich jetzt da oben ist was am Leuchten. Der Hund. Das ist nicht nur der Hund. Ich hab fast keine Muni mehr. Warte. Uppala. Alter, dein Ernst? Von der offenen Seite rein. Jetzt nicht mehr. Der war doch schon tot. Brauche Munition. Das war die falsche Munition. Da hinten ist wieder so ein Fliegeviech. Da oben ist irgendwas auf dem Ding. Wahrscheinlich Altmetall. Ja. Wir haben einen Eigenschaftspunkt bekommen. Ja, aber da geht's irgendwo rein hier, da hinten. Guck mal. Ja, wir haben trotzdem einen Eigenschaftspunkt bekommen. Willst du den eben setzen vorher, oder? Ja. Ach so, da oben, das sind diese Stampfdinger, okay. Eigenschaften. Habe ich sonst immer in den Heilmod getan? Ich sollte noch mal was... Nee, habe ich nicht immer da reingetan. Ausdauer, Mod-Aufbaurate, Fähigkeiten. Da würde ich sagen, mache ich Gesundheit rein. So. Okay. Saturn hängt ja auch ganz schön tief. Oh, sag doch, wenn du weitergehst. Geh weiter. Rennt hier einfach durch. Oben rechts ist immer noch der eine. Hä? Fliege hinter dir, vor dir. Der dich jetzt angreift, wenn du da nicht angreifst. Über dir! Ja, ein Schild. Oh, okay, ist weg. Aua! Das ist gar nicht von mir, das ist von denen irgendwie. Nein! Das ist nicht gut. Doch. Wo bist du? Heilung. Hier, wo bist du? Da. Mein Hund will nicht von dir geheilt werden, denn der geht immer weg. Hier geht's irgendwie runter. Da musst du deinen Hund mal besser erziehen. Und die nicht einfach hier mitten reinbaggen. Ja, wolltest du jetzt hier weiter oder wolltest du anders? Ja, ich wollte gucken. Komm. War klar, dass wir falsch rumstehen.
Da hinten liegt noch was, warte mal. Da hinten ist was. Oh, das war dein Hund, glaube ich, den ich gehört habe. Warte mal, da hinten ist aber was zum Angucken auf deiner Seite, aber hier ist noch was zum Einsammeln. Ja, warum solltest du auch das Ding treffen, was direkt vor deiner Nase hängt, ne? Wo ist was? Wäre ja zu einfach. Da müssen wir wieder durchgehen. Ja! Achso, das ist gar nichts. Das ist nur ein Statue zum Angucken. Okay. Siehst du, das Altmetall habe ich doch auch bekommen. Was willst du denn eigentlich von wegen erst nicht bekommen? Ich bin nicht so sicher, ob wir das tun sollen. Ja, wir brauchen ja das Ding. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich nie wieder zurückfinden, weil ich den kompletten Teil davor gelöscht habe, mein Gedächtnis. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hinkommen oder nicht, oder... Ja, was war das? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Mini-Gegner, also so ein Mini-Boss. Checkpoint einmal machen, damit ja, gut, ich meine, ne? Ja, damit wir hier hinkommen, ja, wenn wir nämlich nicht checken. Wieso kann ich das jetzt nicht jetzt? Ach ja, unsere Munition ist ja auch aufgeladen. Das ist schon mal gut. Sieht hier irgendwie scheiße aus. Vor allem, wenn man da runterfällt. Hundi bei Fuß. Das ist Timmy. Timmy der Hund. Sind die besten Freunde. Oh. Mist! Sie haben uns gesehen! Immer draufhalten! Wow, was war das? Au! Boah! Hey, was hat der mir da verpasst, ey? Nein! Wo ist die Munition? Ich brauche. Hier ist eine Kiste. Ich mach die mal auf. Ja. War wieder Altmetall und Eisen und sowas drin? Kann ich nicht nehmen. So. Ach, muss man das extra einsammeln? Hinten steht wieder einer. Vorsichtig mit dem Weitergehen. Linke Seite von bei dir. Ja. Bei mir? Nee. Ja, du bist doch links rumgelaufen. Da steht oben einer, wenn du weitergehst. Eben rüber. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Da, wo die Dinger leuchten, da steht eine. Ach, weißt du, was das ist für eine Tür? Das ist die Tür auf der... Nee. Nee, da geht's. Aber hier kann man eh... Aber da komme ich nicht durch, oder? Guten Tag. Kannst dich mal reiben an der Tür. Lasst uns rein! Ihr Hunde! So, auf jeden Fall ein Speicherpunkt, wie es aussieht danach. Das also, ist wahrscheinlich also der Boss. Ich denke mal, wir müssten wahrscheinlich runter. Da, pass auf, links. Boah. Ich sag's ihm extra noch mehr vor. Ja. Aber. Ja, aber du hörst nie zu, wenn ich dir was sag. Ich weiß, ja. Ich weiß. Das ist völlig normal. Eigentlich erst nach 10 Jahren eher. Aber bei uns geht's halt was schneller. Ja, ne? Nee. Hier ist ja wieder. Hier geht's ja runter. Warte, oder? Da kann man auf jeden Fall, da könnte man also hier theoretisch runterspringen. Hier geht's überall runter, ist die Frage. Ich glaube, wir müssen nach unten, ne? Oh. Da ist Munition oder Altmetall. Oder beides. Also er will sie auf jeden Fall nicht nutzen, aber er hat sie eingesammelt. Muss ich nicht verstehen. Ich würde hier nicht ganz so schnell durchgehen, weil die können bestimmt auch von oben runterspringen oder so. Hier müssen wir wieder hoch. Oder, nee, der kann auch nach unten gehen, der Fahrstuhl. Warte mal, oder ist das der... Das ist der, mit dem wir gekommen sind. Nein, aber das sah hier ganz anders aus, wo wir reingegangen sind hier. Sicher? Hast du mal auf die Karte geguckt? Das war nicht... Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Der Horizont ist links.
Ja, aber da waren wir ja schon, das haben wir ja. Ja, sicher, da hinten ist doch der da hinten ist doch das Ding, wir müssen hier lang. Da ist doch der Checkpoint. Timmy, bei Fuß. Siehst du, der reagiert nicht auf Timmy, ich hab's doch gewusst. Oh, wie lang, oh, wie hoch ist das denn? Wir werden da quetscht. Der hört nur auf dich. Das kennen wir hier noch nicht. Oh, Achtung. Nee, sonst wäre das hier nicht. Nur ich habe nicht so viel Ausdauer, dass ich hier einfach so durchrennen kann. Warum nicht? Okay, was höre ich hier? Alter! Ich hätte Timmy fast ermordet. Oh, Scheiße, ich hab den Kopfschutz gegeben. Oh. Aua! Da kommt noch was. Gerne. Oh ja. Oh ja. Weich aus, weich aus. Der hat ein Schutzschild dran. Ja, genau. Komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein. Nach links, nach links. Hier ist, nimm die Munition mit da. Oder ja, ich hab. Hallo, der ist da oben am Kämpfen. Ja, der schafft das schon. Das ist. Hier ist auch noch Munition. Willst du die nehmen? Warte mal, ich guck mal, ob ich noch nehmen kann. Ja, kann ich. Aber da hinten lag auch noch welche am Ende des Gangs auf der anderen Seite. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt weiter hin? Gehen wir geradeaus hier unten? Hier ist auch. Also hier unten ist doch Munition da. Liegt hier noch. Das heißt unten. Ja, auf der anderen Seite, aber. Nee, da unten. Ach so, da. Im Gang. Die andere Seite kommen wir, glaube ich, nicht, oder? Da kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Das ist eine gute Frage. Wir können beide. Also hier geht es wie nach oben, nach unten, nach links, rechts. Vielleicht sollten wir erstmal hier den ersten Gang nehmen, oder? Ja, die Munition ist hier oben weg. Ach nee, da. Ich habe die nochmal geholt. Ja, hier, einfach, hier ist eine Kiste. Stopp, stopp, stopp. Wieder mit Teilen. Reliktstaub, Eisen. Und irgendwas, warte mal, irgendwas ist mit Timmy. Warte mal, ich muss da irgendwas machen. Vielleicht hat er sich ein Dorn oder sowas reingetreten. Wo ist Timmy? Bei Fuß. Oh, ich dachte, ich konnte was freischalten, aber kann ich nicht. Nee. Weil er hat da aufgeblickt. Oh, wieso lässt du mal die Hälfte stehen? Da kann auch was drin sein. Weil ich hab nicht so eine Keule wie du. Das ist scheiße mit der Hand irgendwie. Also hier kann man wahrscheinlich nur gucken, ne? Da geht's gar nicht weiter, oder? Doch, da geht's. Achtung! Hier. Hier hinten ist noch was Lilanes? Ja, ne, gehen wir weiter. Hier auf der anderen Seite kann man. Oh! Ring der. Des. Was? Des. Aktion? Eine Defensive. Der ist reingegangen. Boah, nee, ist doch richtig, und, pass auf, unten rechts um die Ecke ist einer. Ja, wir gehen aber runter hier. Ja. Oh. Oder der ist hier hochgekommen. Das hört sich an, als wenn hier noch was kommt. Timmy, komm mit. Ja, als ob, ey. Komm zu mir, komm zu mir.
Alter. Mein Gott. Ich hasse diese Mistviecher. Nein! Oh. Was? Ich habe die falsche Knarre gezogen. Mann. Wieso wechselt er die Waffe nicht? Maustaste. Jetzt verbindet er sich. Was? Maustaste. Ja. Also ja. Mausrad meine ich. Warum kann ich das Eisen nicht nehmen? Oh. Doch, Eisen und Alkohol hat das irgendwie. Der ist von hier unten links, glaube ich, hochgekommen. Ja, wollen wir jetzt da oben weitergehen oder gehen wir hier runter? Wir gehen runter. Ja, ich will zumindest erstmal sichern, dass jetzt hier nicht noch einer rauskommt. Ach so. Aber ich glaube, ja, das waren alle hier, geht oder? Gar nicht weiter hier. Ach, hier liegt noch, da was. Ist noch was. Altmetall. Ja, komm, dann müssen wir sowieso hier hoch. Ja. Kannst du ja auch hochgehen. Warte mal, hier. Ach so, sind das hier die Treppen, wo wir eben waren? Ja, hier geht's jetzt weiter. Oh. Ja. Wolltest du denn hier rum? Ja. Immer wenn die das sagt, gucke ich. Hallo, Timmy. Sei nicht böse, wenn ich dich nochmal zwischendurch rufe. Brauchst du Munition? Brauchst du nicht? Da ist ja, ja darf ich vielleicht erstmal kaputt machen? Nee. Sekundäre. Darfst du nicht. Könnte ja jeder kommen. Ignorieren wir jetzt mal alle. Was denn? Du weißt genau was. Da hinten die Tür konntest du. Also es war keine Tür, oder? Dass du das öffnen konntest. Hier ist seitlich irgendwas drin. Irgendwas, irgendein Geräusch. Oben? Was ist das da? Ja, ich sehe ja schon mal den Rückzug hier. Hast du hier alles eingesammelt? Ja. Timmy, geh doch mal ein bisschen schneller hier. Achtung, Überwachungsdrohne da hinten. Und ein Checkpoint, das ist immer schlecht. Also, jedes Mal erschrecke ich mich davon. Wobei, dann war das Schwachsinn, dass ich das jetzt gemacht habe. Gesundheit! Checkpoint. Warte doch mal. Nein, ich ruhe mich gerade aus. Ich sitze hier. Wir können ja noch was abspielen vorher. Mhm. Ja, ich muss doch nicht jetzt speichern. Dann ist es mir lieber, wenn ich das abgespielt habe. Ja, aber wenn wir sterben, dann können wir nicht. Ja, aber wir sterben doch nicht nur, weil wir was abspielen. Doch, vielleicht. Nur nicht da hochgehen. Es spielt keine Rolle. Es geht nur um das Wort. Und wenn es dich erreicht, möge es dir ein gewisses Maß an Freude schenken. Und einen Abschluss. Ich habe fast 2 Jahrhunderte damit verbracht, deine Entscheidung zu verstehen. Nero zu verlassen. Mit einer sterbenden Sonne und einer endlichen Existenz zu leben. Statt mit unserem ewigen Licht. Ich fand deine Entscheidung nihilistisch. Möglicherweise rebellisch. Ein Mittel, um der endlosen Weite zu entfliehen. Oder an meinen bittersten Tagen ein naiver Versuch, unsere Heimatwelt neu zu erleben. Aber ich habe den Sitz der Schöpfung gesehen. Seine Geheimnisse studiert. Ich glaube, ich beginne zu verstehen. Nichts ist für die Ewigkeit. Die Dressier. Nerut. Sogar Alepsis Taura selbst. Alles wird irgendwann ein Ende finden. Existenz ist endlich. Spielt also die Quantität des Lebens eine Rolle, oder? Die Qualität. Ich verstehe nun, dass du ausgewählt hast, was für dich von Bedeutung war. Eine Welt. Eine Sonne. Die Überreste der Fauna unserer Heimatwelt. Um was zu tun. Ich weiß jetzt, dass es nicht wichtig ist, ob man lebt. Ich wünschte, wir hätten dieses Leben teilen können. Ich bin mit meiner Entscheidung zufrieden. Und ich vertraue darauf, dass du es mit deiner bist. Aber ich wünschte, unsere Entscheidungen hätten Übereinstimmung gefunden.
Wenn es ein Leben jenseits von Alepsis Tower, Zeit und Entropie gibt, können wir vielleicht neue Entscheidungen treffen. Bis dahin. Ach, ja. Ich würde sagen, wenn hier sowieso jetzt ein Checkpoint ist, und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das vorher nochmal abgespielt haben, dann werden wir uns jetzt kurz an diesen Checkpoint begeben und danach werden wir die Folge hier erstmal beenden. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir alles noch in diesem doch recht großen Gebiet mit mindestens 3 Aufzügen alles finden können. Jetzt kommt der Alte nicht rüber, war ja wieder klar. Nö. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.